Ja, herzlich willkommen, Frau, ja, Frau Riemann. Der Abend ist ja, oder dieser ganze Abend ist Ihnen gewidmet. Wir, ja, das finden wir auch. Und wir freuen uns vor allen Dingen sehr, 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 dass Sie heute Abend hier sind. Sie haben sich gewünscht, zwei Filme, einmal abgeschminkt. Der Film ist von 1992, Katja von Garnier. Und Sie haben sich gewünscht, Die abhandene Welt. Das ist ein Film von diesem Jahr von Margarete von Trotta. Und nachdem wir dann abgeschminkt gesehen haben, ich stelle Ihnen jetzt vor, Kirsten Liese. Sie ist die Moderatorin des heutigen Abends. Sie ist Journalistin vom Deutschlandfunk und WDR und wird mit Ihnen im Anschluss an den Film ein Gespräch führen. Ja, genau, zwischen diesen beiden Filmen liegt, man glaubt das kaum, ein Vierteljahrhundert. Und ich denke, in diesen Filmen spiegelt sich aber auch etwas, liebe Frau Riemann, das Sie auszeichnet und in der deutschen Filmbranche eben auch außergewöhnlich macht. Es ist ihr facettenreiches Spiel. Sie lassen sich nicht festlegen, sozusagen auf ein Stereotyp, auf eine bestimmte Rolle, auf einen Figurentypus, sondern Sie sind jemand, der eigentlich durch Ihre beeindruckende Lebendigkeit und Ihre unglaubliche Präsenz sozusagen jeden Film nach vorne trägt. Das kann man an den Komödien sehen. Davon abgesehen sind Sie eine begnadete Komödiantin und es gibt davon leider im deutschen Film nicht allzu viele. Und Sie sind auch in ernsten Rollen, in Nebenfiguren, in Charakterrollen sozusagen immer so präsent, dass Sie jeder Ihrer Figuren sofort eine Tiefe geben und eine unglaubliche Lebendigkeit. Natürlich haben sie alle Preise gewonnen, jedenfalls die, die es in Deutschland gibt, darüber hinaus noch diverse andere, unter anderem in Venedig. Wir haben gerade darüber gesprochen, die drei deutsche Filmpreise gewonnen, Bambis und Grimme-Preise und etc. pp. Also alles, was hier in Deutschland sozusagen an Auszeichnungen vorhanden ist für außergewöhnliche schauspielerische Leistungen, sei es in Haupt-, sei es in Nebenrollen. Und in einem Porträt für den Fernsehsender Arte haben Sie mal gesagt, und ich zitiere diesen wunderbaren Satz: Es gibt solche Zeiten, da ist man angefüllt mit Lebendigkeit, die man über andere schütten kann wie flüssiges Gold. Wie traurig wäre das, wenn wir das nicht hätten? Denn es ist vielleicht das, was uns zu Menschen macht. Dieses flüssige Gold fließt auf jeden Fall in dem Film, den wir nachher gleich sehen werden, nämlich abgeschminkt von Katja von Garnier. Und durch diesen Überraschungserfolg, anders kann man es nicht sagen, der dieser Film 1992 war, haben Sie, ja, bewusst oder unbewusst, jedenfalls mit großartigem Erfolg der deutschen Komödie zu neuem Auftrieb verholfen. Also ich sage nur Der bewegte Mann, Til Schweiger. Ich habe diesen Film neulich wieder gesehen. Es gibt ja so Komödien, die altern. Ich kann sagen, dieser Film ist nicht gealtert. Er ist immer noch großartig. Und wenn es jetzt um Abgeschminkt geht, genauso ein Film, der meiner Meinung nach nicht gealtert ist, den Sie hier heute Abend auf der Leinwand wiederentdecken dürfen. Wir haben sehr, sehr lange nach einer ganz tollen und richtig guten 35 mm-Kopie gesucht und ich denke, wir haben sie auch gefunden. Urs Spörri hat da sein Bestes gegeben und von der Produktionsfirma Samfilm. Ich bin sehr froh, dass wir einen Film, Sie kennen alle die Frage der Digitalisierung etc., dass wir einen Film im Original sehen können, so wie er eben damals auf die Leinwände kam. Ja, es ist uns, wie gesagt, eine außerordentliche Ehre, einen ganzen Abend mit Ihnen verbringen zu dürfen. Es geht nämlich nachher gleich weiter, nach einer kurzen Pause zum zweiten Teil des Abends. Und dass dies möglich war, verdanken wir auch jungen Studenten, deren guten Ideen, die da an der Mainzer Uni etwas für den deutschen Film tun, mit viel Herzblut und unter, wie immer, Selbstausbeutung, aber eben wirklich sehr erfolgreich. Nämlich, ich rede vom Filmz Festival, das hinten ein Z hat, was für mich nicht so ganz einfach auszusprechen ist. Z für Mainz.
Films für Mainz, jedenfalls ein Festival des deutschen Films, und ihr habt dieses verbunden, dieses alljährliche Festival mit einem Symposium, und das hat den wunderbaren Titel Frauen macht Filme, und im Rahmen dieses Symposiums ist Katja Riemann heute Abend hier, und ich freue mich, dass Jan Peschel auch hier ist. Er ist der Festivalleiter dieses Studentenfilmfestivals und wird vielleicht kurz was zu diesem Symposium sagen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Kommen Sie nach vorne. Danach wird Katja Riemann einfach vielleicht noch mal ganz kurz das Publikum begrüßen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ja, vielen Dank und auch einen schönen Abend und einen hoffentlich gelungenen Abend, darf ich Ihnen allen wünschen. Mein Name ist Jan Peschel. Ich bin Teil der Festivalleitung eines nicht nur studentischen Festivals, aber hauptsächlich von Studenten geführt. Aber ich muss das für meine Kollegen in der Festivalleitung immer mal wieder sagen: Wir sind nicht nur Studenten. Auch wenn das sind. Es sind Menschen, es sind auch schon Berufstätige, das wollte ich da nur noch mal hervorheben. Aber nichtsdestotrotz ein Festival, das vor 15 Jahren an der Mainzer Universität entstanden ist, aus Filmwissen oder da haben sich Filmwissenschaftler zusammengetan und haben einen Verein gegründet und eben ein Festival, das über die Jahre gewachsen ist und jetzt eben sogar schon über die Ländergrenzen dann nach Hessen hinauskommen und auch über den Rhein blicken und hier zu Gast sein dürfen im Frankfurter Filmmuseum. Dafür möchte ich auch Ihnen ganz herzlich danken, Frau Dillmann, dass das nach dem letzten Jahr ja auch schon sehr erfolgreich wieder möglich ist. Und auch dem Urs Spörri möchte ich ganz herzlich danken, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass dieser Abend hier so möglich ist. Dann noch von Filmseite aus dieses Symposium Frauen macht Filme, das habe ich mitorganisiert, aber auch das wäre ohne die Hilfe von Eva Scholz, Sophie Hartleib und Winona Wilhelmsson überhaupt nicht möglich gewesen. Und denen möchte ich auch nochmal ganz herzlich danken für die Arbeit über das Jahr hinweg. Und auch natürlich ein Grußwort an Kirsten Liese, die heute dann noch durch den Abend führen wird. Und da freue ich mich auch schon auf die Gespräche. Und natürlich ganz herzlich jetzt auch noch meinen Gruß an Katja Riemann. Sie wurden jetzt eben schon sehr schön vorgestellt. Da werde ich auch nicht mehr viel hinzufügen können auch. Dafür aber vielleicht, in welchem Rahmen das hier alles stattfindet. Und zwar nochmal kurz, Filmz, das Festival des deutschen Kinos, ist in Mainz zu Hause. In diesem Jahr haben wir die Filmszene, also unser Rahmenprogramm, wie wir es nennen, unter vor allem das Motto Frauen macht Filme gestellt. Und insgesamt ist es ein Symposium, das über 5 Tage läuft. Heute hat es die zweite Station hier im Filmmuseum. Gestern haben wir angefangen mit einem Film von Ulla Stöckel, Neun Leben hat die Katze, in der digital restaurierten Fassung, den wir zeigen durften. Und auch in den nächsten Tagen werden wir noch einige Filmemacherinnen zu Gast haben, darunter beispielsweise Sophie Martinieu oder auch die jungen Filmemacherinnen und Regisseurinnen Isabel Schuber und Tatjana Turanski. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch noch sehr drauf. Dieses Symposium, das haben wir uns unter anderem auch dadurch ausgewählt in diesem Jahr als ein Schwerpunkt, weil in diesem Jahr ja schon auf der Berlinale beispielsweise sich der Bund Pro Quote Regie sehr in die Öffentlichkeit gewagt hat. Und zwar mit Thesen, die man nur allzu gut verstehen kann, dass beispielsweise die Fördergelder 2013 des DFFF nur zu 10% an Produktionen von weiblichen Regisseuren, also von Regisseurinnen gegangen sind und dass das ein Missstand ist, dem wir bei Films auch einen Raum geben wollen und Platz bieten wollen, um dem entgegenzutreten. Und ja, ich freue mich, dass wir heute hier zu Gast sind. Ich möchte aber auch allen dann noch ganz herzlich, das möchte ich mir jetzt nicht verkneifen, die Werbung zu machen, auch noch einladen, nach Mainz zu kommen. Natürlich erst morgen, den heutigen Abend, den sollen Sie alle hier genießen mit uns zusammen. Und ab morgen dann eben in der Mainzer Filmwissenschaft sind wir dann auch zu Gast. Ja, über Katja Riemann wurde jetzt im Grunde schon alles sehr schön gesagt, was für den heutigen Abend wichtig ist. Sie sind sowieso allen bekannt, würde ich sagen. Und der Applaus eben, der war schon sehr warm. Ich glaube, das spiegelt schon wieder, dass Sie hier, nicht nur hier in ganz Deutschland, in der ganzen Welt eigentlich sehr beliebt sind, dass Sie ein Name sind, der uns alle im Kino ein großes. Das uns. Naja, ich bin auch ein bisschen nervös und habe meine Notizen ein bisschen verworfen, aber
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie hier sind. Ich darf jetzt noch ganz kurz überleiten, dann, dass Sie hier das Wort übernehmen und das noch ein bisschen souveräner machen als ich. Da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend und freue mich nun, dass Katja Riemann hier ist. Also das war jetzt toll. Vielen Dank. Man kommt sich hier ein bisschen vor wie auf einer Kanzel gleich, ne? Ich wünschte, ich könnte sowas spielen wie das, was Ihnen gerade passiert ist. Das fand ich wunderbar. Also vielen Dank für diese schönen Ankündigungen. Ich habe ein bisschen, Margarete von Trotter und ich, wir waren noch die letzten 3 Tage jetzt in Kopenhagen und haben da den dänischen Filmstart von Abhanden der Welt mit also bei einer Premiere dabei sein dürfen. Und das sozusagen auf die Beine gehoben, das war ganz toll. Tschüschke, vielen Dage. Und gestern sprach sie noch, sagte, ja, jetzt war ich dann in Island, weißt du, dann kriegt man so eine Anfrage und dann sagt man, ja, ich komme gerne und dann muss man ja auch dahin. Und jetzt dachte ich, oh, jetzt muss ich nach Frankfurt fliegen. Ich würde mich eigentlich gerne ins Bett legen. Und jetzt bin ich hier und das ist so toll. Und ich danke Ihnen so sehr. Ich bin ehrlich gesagt also überwältigt, dass es ja auch um meine Person geht. Das war mir gar nicht klar. Und das ist Balsam auf meine Seele. Man muss einfach nur lange genug durchhalten. Dann ist schon irgendwann, wenn die Menschen nett zu einem, wenn man nur alt genug ist. Also zu abgeschminkt, was jetzt kommt. Ich habe den auch viele Jahre nicht gesehen. Ich soll Sie übrigens erstmal alle herzlich grüßen von Katja von Garnier und von Margarete von Trotter, meinen beiden Freundinnen und adligen Regisseurinnen sozusagen. Zu abgeschminkt gibt es viel lustige Dinge zu erzählen, aber ich glaube, das behalte ich mir vor für hinterher, denke ich mal. Ja, viel Vergnügen. Bitte begrüßen Sie Katja Riemann nochmal hier vorne. Und Kirsten Liese, die das Gespräch führen wird. Gott, wie jung wir waren. Mann, Mann, Mann. Sollen wir hier reinsprechen? Ist das besser Ja, oder ist noch das mal einen gleich das so? kurzen Auch wir machen so, dann ist Soundcheck. das gut. Ja, genau. Verrückt, Mann, habe ich den lang Ja. nicht mehr gesehen. Ja, das will mich natürlich gleich. Templer und Riska sind übrigens die Hunde von Katja von Garnier gewesen, falls das jemanden interessiert. Ich hätte das so das für Templer und Riska. Gott, die sind jetzt aber im Hundehimmel schon. Ja, wir haben viel, viel Spaß gehabt mit diesem Film. Katja Riemann, Sie haben ihn seit langer Zeit zum ersten Mal wieder gesehen. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal meiner Tochter gezeigt, vielleicht so vor 10 Jahren oder so. Konnte ich mir vorstellen, habe ich dann aber nur so mal reingeguckt. Auf jeden Fall im Kino habe ich den seit damals nicht mehr gesehen. Ah, da fragen wir uns natürlich, was für Eindrücke Sie jetzt hatten beim Wiedersehen des Films, was Ihnen so durch den Kopf gegangen ist. Ach, Gott. Ja, das sagte ich ja gerade schon. Wir waren wahnsinnig jung. Und vielleicht sollte man das könnte Sie vielleicht interessieren. Das ist, also Katja von Garnier, das stand ja auch im Abspann zweimal. Bei Hans Horn, da stand M.O.V. Ne? Also großes M, kleines O. Das heißt Member of V-Kurs. Die sind also, haben an der HFF in München studiert und die Jahrgänge in München, die haben, sind durchs Alphabet. Also Wim Wenders war, glaube ich, so B-Kurs oder D-Kurs und Katja von Garnier oder auch zum Beispiel Miguel Alexandre war dann V-Kurs. Und ich glaube, Hans-Christian Schmidt auch und so. Darum haben wir das da hingeschrieben, weil das nämlich von Katja von Garnier ein Übungsfilm war. Das war gar nicht ihr Abschlussfilm an der HFF, sondern das war ein sogenannter Übungsfilm im zweiten oder dritten Jahr, wo das Thema war, jetzt drehen wir einen längeren Kurzfilm, der maximal so 20 Minuten dauert und dann ist er aus Versehen 60 Minuten geworden. So. Und ihr Abschlussfilm war dann Bandits, interessanterweise, ja. Das ist krass, die Frau ist so talentiert. Können Sie noch mal sagen, Sie haben sich diesen Film auch gewünscht, was diesen Film so besonders für Sie Ach, macht? ich weiß auch nicht, ich habe jetzt vorhin gedacht, ich hätte mir vielleicht einen anderen Film eigentlich wünschen sollen oder so. Da dachte ich, also weiß ich jetzt auch nicht, das kam dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau warum.
Ich glaube, es hat auch Selma gesagt, meine Agentin. Selma hat, glaube ich, gesagt, ich soll mir den wünschen, weil sie den selber so gut findet. Ich so, ja, okay. Also vielleicht hätte man auch was anderes nehmen sollen, was so... Aber vielleicht auch nicht, weil es jetzt quasi so der erste ist und der... Also der mit Margarete ist ja jetzt nicht der letzte Film meines Lebens, wollen wir hoffen, aber jetzt der letzte, der quasi im Kino gewesen ist oder so, das ist vielleicht ganz interessant und dann passt es vielleicht auch zu ihrem Thema Frauenmacht. Was war das andere? Filme. Ja. Ja. Es haben vorhin kurz uns neugierig gestimmt und haben gesagt, da gibt es ganz viel Lustiges auch zu erzählen zu dem Film, an lustigen Szenen oder so. Ja, also lustig finde ich, das Erste, was lustig ist, ist, dass es ein Übungsfilm ist. Das finde ich irgendwie ganz gut. Und dann war es so, dass wir einen Vorführung, nee, ich muss anders anfangen. Katja von Garnier hat natürlich versucht, mit ihrer Kollegin Eva Karlsrum, das war die Produzentin, die hat heute die sehr bekannte Produktionsfilm, sie das da gerade? Nee, so, die hat heute die sehr bekannte Produktionsfirma Sam Film, die hat jetzt eben in den letzten Jahren Ostwind gemacht mit Katja von Garnier und hat sich sehr spezialisiert auf so Jugendfilme und so und die war eben auch in der HFF und die zusammen haben jetzt versucht, diesen Film irgendwie zu finanzieren. So ein bisschen Geld braucht man dann ja, ne? Für Kamera-Equipments und so. Heute ist das ein bisschen einfacher. Damals brauchte man ja richtig so schweres Geschütz. Und dann haben die das auch eingereicht, irgendwo mal in der Bayerischen Förderung, FFA oder so. Und der Film wurde abgelehnt zur Förderung mit dem Argument, der sei frauenfeindlich. Ja, so. Und dann, das war natürlich sehr betrüblich, hatten wir also kein Geld. Und dann passierte Folgendes Schöne, dass Bob Arnold, Bobby Arnold von Arnold und Richter, Ari, berühmtes Imperium, also ganz Hollywood dreht sogar auf diesen Kameras, Bobby Arnold, ja, der ja einen speziellen Dank zum Schluss erfahren hat, sage ich Ihnen jetzt warum, der baute eine neue Kamera. Und zwar war das die Super 16. Heute nicht mehr interessant. In den 90er Jahren war das eine große Revolution, weil das waren also statt 35 mm 16 mm, also kleiner, dadurch handlicher. Aber sie hatte die Möglichkeit, auf 35 mm aufgeblasen zu werden, was jetzt heute auch passiert ist. Also, dass man eine 35 mm Kopie ziehen konnte, ohne einen Qualitätsverlust zu erreichen. Und er brauchte irgendeinen Deppen, der mal auf dieser Kamera einen Film dreht. Und das waren wir. Und dadurch kriegten wir diese Kamera und das ganze Equipment zur freien Verfügung und darüber hinaus die Entwicklung des Materials für Lau und dadurch, dass Bobby Arnold unser Freund und darüber hinaus Multimillionär ist, schenkte er Katja von Garnier auch noch zur freien Verfügung einen Schnittraum bei Ari in München, der war dann allerdings im Keller, ohne Licht. Katja Garnier hatte so dicke Augen, so wie diese kleine Mücke da im Film. Und das war natürlich ganz toll und das hörte wiederum, wenn mich nicht die Erinnerung trübt, der Bayerische Rundfunk und stieg dann ein und gab Geld und so konnten wir diesen Film machen. Das finde ich irgendwie eine ziemlich gute Geschichte. Und als wir dann, der Film dann irgendwann fertig geschnitten war, ich war mittlerweile im 8. Monat schwanger mit meiner heute 22 Jahre alten wunderbaren Tochter Paula. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, einen Abend in dem Kino in München, im Ari-Kino in der Türkenstraße, diesen Saal zu bekommen, um einmal unseren Film zu zeigen. Der ein Übungsfilm war, also ein Schülerfilm, Studentenfilm. Und dann haben wir überlegt, wen kennen wir denn aus dem Filmbusiness? Ich war im Theater, Nina Kronjäger war im Theater, also ich war im Schillertheater, Nina Kronjäger war in Kiel am Theater, Katja von Garnier halt in der HFF und wir kannten jetzt nicht so viele Filmleute. Und ich sagte, doch, ich habe mal diesen Film gedreht, da kenne ich den Produzenten, vielleicht kann der ja kommen und sich das angucken und so. Wir haben also alle eingeladen, die wir kannten. Und das Kino war tatsächlich proppevoll. Katja Fanny war so aufgeregt, dass sie überhaupt nicht mehr, die hatte gar keinen Speichel mehr. Und hat dann immer so Baldrian-Tropfen getrunken, weil die so gezittert hat. Und dann steckte sie mich so an und ich habe dann auch so einen Schnaps getrunken. So. Und ich dachte, tut mir leid, ich muss jetzt. So, und so sind wir dann, haben wir dieses Ding durchgestanden, diese Vorstellung. Es waren wirklich richtig viele Filmleute da, erstaunlicherweise. Und hinterher hatten wir einen Verleiher, einen Filmverleiher, um ganz ehrlich zu sein, zwei.
mussten wir uns jetzt entscheiden, wer das macht. Das Problem war nur, dass der Film zu kurz war. Dabei ist er nur 60 Minuten lang. Und Rainer Kaufmann, mein anderer geschätzter, wunderbarer Freund und Regisseur Rainer Kaufmann, den kennen Sie auch, mit dem habe ich zum Beispiel Apothekerin gemacht oder Stadtgespräch oder Das fliegende Pferd. Der hatte einen Kurzfilm gedreht, also der war auch zu lang. Also unserer war zu kurz und seiner war zu lang. Das war ein Kurzfilm von 15 Minuten, der hieß Der schönste Busen der Welt. Und sein zu langer Kurzfilm und unser zu kurzer Langfilm, die beiden zusammen ergaben dann ein Paket und wurden ins Kino geschickt und haben dann einen durchschlagenden Erfolg gehabt und ich weiß nicht, 1,8 Millionen Zuschauer und einen Studenten-Oscar und in, keine, ich glaube, 20 Länder verkauft. Das ist ziemlich geil gewesen. Wo diese ganzen Einnahmen hingegangen sind, wiederum weiß ich nicht. Ich weiß aber noch, was wir verdient haben. Wir haben jeder 2000 Mark verdient. Nina und ich. Also am Anfang nicht, aber später haben wir dann so ein Recoupment gekriegt von 2000 D-Mark. Aber egal, wir haben einen Film gemacht. Das war das Schöne. Ja, Katja Riemann, Sie haben mit unglaublich vielen Regiegrößen zusammengearbeitet. Sie haben eine jetzt eben genannt, Rainer Kaufmann. Es gibt natürlich noch viele andere, Sönke Wortmann, Peter Timm, Bora Date, Kinyas Jüngs, David Nent, Oskar Röhler, Daniel Levy etc. etc. Wir sind heute bei einem Filmfestival zu Gast, was eben den Fokus ein bisschen auf die Frauen legt. Und vielleicht können Sie noch ein bisschen sagen, was gerade an der Arbeit mit Katja von Garnier, Sie haben ja mit ihr dann Bandits nochmal gemacht, was besonders spannend war an der Arbeit mit Katja von Garnier? Also Katja von Garnier ist eine meiner besten Freundinnen und wir haben uns quasi über die Arbeit kennengelernt. Ne? Und das ist natürlich interessant gewesen, dass wir unsere Freundschaft bewahren konnten, obwohl wir dann auch weiterhin gedreht haben. Ich habe mit ihr auch noch einen Hollywood-Film gedreht, mein einziger Hollywood-Film. Aber natürlich in Rumänien, ist ja klar. Ah, ja. Und ich liebe Katja, ich verehre sie, ich finde, sie ist eine unfasslich talentierte Regisseurin mit einer großen Vision, mit einem Geschenk geradewegs, also wie soll man sagen, wirklich Kino zu machen, bigger than life. Also was die visuell drauf hat, das ist fantastisch, finde ich. Und traut sich, hat Mut auch irgendwie zu so einem großen Gefühl und so. Das finde ich also ganz toll. Und wir haben jetzt bei Abgeschminkt, haben wir eben über ein Jahr hinweg immer wieder geprobt, immer wie geschrieben, geprobt, zusammengeschrieben, Szenen gespielt, gesagt, ah, irgendwie funktioniert das nicht, wieder umgeschrieben. Und das ist natürlich das schöne Geschenk, was du hast, wenn du überhaupt kein Geld hast. Dann hast du alle Zeit der Welt, weißt du? Das ist ganz toll. So, und das, was vielleicht auch interessant sein könnte für die, also für sie, das wissen ja immer keine Leute oder so, ob ich das nicht unbedingt so veröffentliche, dass ich, um diesen Film zu machen, mich mit einem Anwalt aus dem Theatervertrag herausgeklagt habe, damit ich den machen konnte. Weil ich war im Schiller-Theater engagiert und es führt ja zu weit, das genau zu erklären. Aber ich habe sozusagen meine Theaterarbeit hingeschmissen, damit ich das machen konnte, ungeachtet dessen, dass man ja nicht wusste, was daraus wird. Wir wussten das ja vorher nicht, dass dieser Film sowas werden würde. Was? Was war die Frage? Ich glaube, ich habe sie völlig absurdes doch, Zeug jetzt geredet. Es ging um Katja von Garnier. Genau, wie die Arbeit ist. Achso, ja, ein Beispiel, wie die Arbeit mit Katja von Garnier ist. Also, man sagt zu ihr, pass auf, Katja, also diese Szene, ja, musst du jetzt sagen, wie du es willst. Ich kann das so spielen oder so. Ja, mach mal. Ich sage, so, spiele ich. Okay, jetzt anders. beziehungsweise sie macht dann so, mach mal. Ich sage, kannst du mal ein bisschen einfach, ich brauche mal ein bisschen Platz. So, ne? Ja? Dann guckt sie an mit diesen intensiven braunen Augen und dann spielt man das nochmal. Ich sage, also mir ist wurscht, so oder so, kannst du es auch zusammenspielen? Ich sage, nee, das kann ich nicht. Das geht nicht. Versuch mal. Ich sage, nee, das, ja, versuch trotzdem mal. Du ist gut. Und dann steht man da, weißt du, und dann nervt sie einen auch so, weil sie so das so aus einem rauszieht oder einmal bei Abgeschwenkt, das war auch so lustig. Da war Thorsten Breuer, unser Kameramann, war oben auf dem Steiger irgendwie, ich glaube, das war bei dieser Montage, wo wir so
in dem Bett liegen, ne, wo Maischa doch dieses ganze Bettzeug über sich und Frenz überhaupt keine Decke mehr hat und so. Und da stand Katja so und hatte uns noch so zurechtgeschurrt und noch das Bettzeug. Und dann war Ton ab, ja, Kamera und sie, und los! Das sagt man bitte. Und los! Und daraufhin hörte man nach oben Thorsten, Katja, du stehst im Bild. Und so engagiert und so konzentriert und so, ich liebe sie dafür, ja. Ja, wo sie gerade so toll erzählen, wie so eine Arbeit einer Schauspielerin aussieht. Eine Schauspielerin hat ja natürlich verschiedene Dinge, die vorgegeben sind. Das ist einmal das Drehbuch in der Regel und dann, wie sie erzählen, die Regisseurin, die ihre Ideen hat natürlich. Oftmals auch noch der Produzent oder die Produzentin will auch noch ein Wörtchen mitdrehen. Da gibt es sozusagen dann einen relativ schmalen Spielraum für sie, aber das ist natürlich der entscheidende, der Interpretation. Mach mal so oder so. Und in der Regel ist es dann das, was einen auch so unverwechselbar macht. Was ist das für ein Spielraum? Ja, also ich würde das jetzt nicht so sehen wie Sie. Mhm. Also erstens entscheide ich ja, was ich spiele und was nicht. Das ist natürlich anders, wenn man am Theater engagiert ist, da gibt man ja so einen Blankoscheck über 2 Jahre oder 3 Jahre und du hast keine Ahnung, mit wem du arbeitest, geschweige, was du für Rollen spielst. Mhm. Aber wenn ich einen Film drehe, weiß ich ja vorher, mit wem ich das mache und was das für ein Buch ist und was das für eine Rolle ist und ob das eine erste oder eine letzte Fassung ist. Und was das für Kollegen sind. Und jetzt mittlerweile kenne ich ja nun auch wirklich sehr viele Regisseure oder so und weiß, wie die arbeiten. Und die wissen auch, wie ich arbeite. Also das ist ja das wirklich das Schöne, wenn man dann so ein bisschen Erfahrung hat und sich so auskennt. Also wir sprachen ja vorhin schon darüber. Ich glaube, dass in dem Moment, wo ein Regisseur seinen Hauptdarsteller oder seine Hauptdarstellerin besetzt, das bereits die Perspektive oder die Betrachtungsweise des Regisseurs auf die Rolle ist. Das ist schon ein großer Anteil. Und dann, das ist natürlich was anderes, wenn man dann, also ich war ja auch gar nicht so jung, wie alt war ich, 27 oder sowas. Damals, ich habe ja relativ spät angefangen mit Film oder so. Das ist nochmal was anderes, wenn man so jung ist und unerfahren. Das verändert sich so im Laufe der Zeit, dass dann ja Regisseure auch wissen, mit wem sie es also zu tun haben, von Schauspielern. Und man ja auch dann das letzte Stück Weg wirklich gemeinsam gehen will, um so eine Rolle zu schärfen. Aber wenn ich dann mich entscheide, so eine Rolle zu machen, dann deswegen, weil entweder eine Herausforderung ist, die da heißt, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, oder wenn man so eine Vision gleich spürt während des Lesens, die man dann natürlich also in der ganzen Vorbereitungszeit, wovon ich immer viel brauche, kreiert, um sie zu so einem komplexen Gebilde zu machen. Was wichtig ist, für mich zumindest, das kann man nicht verallgemeinern, Schauspieler sind ja alle unterschiedlich, ich brauche natürlich so eine Synchronität in der Vision auf eine Rolle mit einem Regisseur, damit man gemeinsam diesen Weg gehen kann. Dass ich auch sagen kann, das kann ich dich jetzt entlasten, darum kümmere ich mich jetzt schon. Ja, nur, dass wir wissen, das ist die Richtung und dann fange ich an, das zu bauen. Und mir ist es eben doch immer relativ wichtig, dass das komplex ist. Und manchmal sind Dinge eben nicht so komplex im Drehbuch, das macht ja nichts. Irgendwas müssen wir ja auch noch machen als Schauspieler. Ja, was natürlich faszinierend ist an Ihrer unglaublichen Filmografie, können Sie nebenbei gesagt eigentlich sagen, wie viele Filme es sind? Ich habe es versucht mal zu recherchieren, auf alle Fälle über 60, die Sie gemacht haben. Ach, ne? Also jedenfalls sehr, sehr viele. Was so faszinierend daran ist, finde ich, ist eben, das hat ja Frau Dillmann in ihrer Ansprache auch schon gesagt, diese Vielseitigkeit, der Sie sich präsentieren. Ja? Also Sie haben wirklich in den unterschiedlichsten Genres mitgewirkt. Sie haben gezeigt, dass Sie eigentlich die unterschiedlichsten Frauen spielen können. Sie können eine Komödiantin sein, Sie können verletzbare Frauen, Sie können sterbenskranke Frauen spielen, sehr ernste, auch sehr harte Frauen. Das sind ganz, ganz verschiedene Figuren. Und ich frage mich, inwiefern Sie die Möglichkeit hatten oder inwiefern überhaupt eine Schauspielerin hat, so eine Vielseitigkeit mitzugestalten, vielleicht durch die Auswahl der Rollen oder was für andere Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit tatsächlich Sie sich so vielseitig auch präsentieren können. Ja.
Was war jetzt die Frage? Ja, inwiefern Sie selbst sozusagen das auch mitgestalten können, durch die Auswahl der Rollen zum Beispiel. Man, das denke ich mal. Also man darf natürlich, glaube ich, die Macht von Schauspielern zumindest nicht überschätzen, weil wir arbeiten ja in einem reproduzierenden Beruf, ja? Also als Schauspieler, im Gegensatz zu einem Autoren, der ja, wenn er, solange er jetzt nicht gerade einen Roman adaptiert, sondern ein Originaldrehbuch schreibt, ja, schöpferisch tätig ist. Oder sagen wir mal, in der bildenden Kunst ist es ja auch, ne? Also ich bin mit einem Steinbildhauer zusammen, das ist ja auch nochmal was anderes. Ich bin als Schauspieler in der Situation, dass ich mit etwas, was jemand anders sich ausgedacht hat, umgehe. Und das, so sehe ich zumindest meine Arbeit, fortzusetzen. Andere empfinden das dann vielleicht als ein Erfüllen von etwas Vorgegebenem. Für mich ist das eher eine Inspiration, um zu meinem eigenen schöpferischen Prozess zu kommen, weil ich diese Art von künstlerischer Auseinandersetzung brauche, weil ich mich sonst zu Tode langweile. Und vor allem weder mein Publikum noch vor allem mich langweilen möchte. So, und darum versuche ich, Wiederholungen zu vermeiden und immer wieder was Neues zu kreieren. Und das macht mir einen Höllenspaß, das muss ich wirklich sagen. Und ich denke mal, es ist im Laufe einer Karriere oder eines Lebens, es ist, glaube ich, wichtig zu schauen in so einem kausalen Zusammenhang. Was hat mich schon gemacht? Ne? Und auch vielleicht die Entscheidung zu treffen, was man nicht macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Frage, wann oder wie oft bekommst du eine Chance in einer herausfordernden Rolle. Diese Chance muss man bekommen. Die kann man nicht unbedingt gestalten. Aber die Chance kannst du nutzen und was draus machen, oder du kannst sie verschwenden. Was jetzt vielleicht, wenn man irgendwie 21 ist, nicht so problematisch ist wie 20 Jahre später oder so. Andererseits ist es natürlich so, dass man in diesem jugendlichen Alter, also ich habe diese Chance bekommen, da war ich 20, das werden Sie wahrscheinlich nicht kennen, diesen Film, der war fürs Fernsehen, der hieß Sommer in Las Mona, da war ich im dritten Semester auf der Schauspielschule und habe 6 Monate gedreht bei Peter Beauvais, und der war meine komplette Filmausbildung sozusagen als Filmschauspielerin. Und danach bin ich wieder zur Schauspielschule zurück, ins vierte Semester. Also, das war echt cool mit meiner Schauspielschule, die haben mir das erlaubt, dass ich so ein Urlaubssemester mache und auch nicht exmatrikuliert werde. Was wichtig war, dass ich meinen Studentenausweis behalte, damit man irgendwie auch für 5 Mark ins Theater konnte und so. Ne? Das war ja mal wichtig, die ganze Geschichte. Und so, und diese Chance habe ich damals bekommen. Ich glaube, ich habe die genutzt. Und vor allem habe ich sie genutzt, um was zu lernen. Und dann ist es, finde ich, wahnsinnig krasser Kampf und wirklich viel Schmerz, kann man sagen, um immer wieder, ich weiß nicht, ob das in Deutschland extrem ist, kann ich nicht sagen, weil ich nur immer in anderen Ländern für eine Produktion war oder so. Menschen werden gerne, zumindest in meinem Beruf, gerne in so eine Box gesteckt. Also ein Beispiel, ich habe auch als junge Frau einen Film gedreht mit Theodor Kotulla, da habe ich eine vergewaltigte Frau gespielt. Da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Ich habe dafür auch ganz viele Preise gewonnen und so. Und das war sehr interessant. Das Schönste daran war, dass ich den Vater meiner Tochter in dieser Produktion kennenlernte, Peter Sattmann, der hier auch mitgespielt hat. Und danach, da war ich noch am Theater, kriegte ich 4 Angebote für einen Film, wo ich eine vergewaltigte Frau spielen sollte. Und ich war damals jung und naiv und sagte, das verstehe ich nicht, das habe ich doch jetzt gerade gespielt. Soll ich das nochmal spielen? So, das konnte ich. So, damals war ich verwirrt. Heute würde ich sagen, ach Leute, also. Ne, so, und ich war Gott sei Dank aus meiner Verwirrung heraus damals
schlau genug, das alles nicht zu machen. Weil ich sagte, ich habe das ja jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das noch besser können soll. Und das war, glaube ich, intuitiv eine richtige Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Ja, so haben sie Weil es von sonst hätte man ja auch machen können und dann wäre hinten. ich bis heute immer das Opfer. Ja, genau, das meinte ich Ne? nämlich. Wie man der Gefahr entgeht, auf einen bestimmten Typ festgelegt Ja, dann wird. habe ich drei sehr, sehr, sehr erfolgreiche Komödien gedreht, abgeschminkt, bewegte Mann und Stadtgespräch. Das waren drei. Und für 10 Jahre klebte an mir der Zettel Komödien. Also interessanterweise nannte mich die Variety in New York, nannte mich The Queen of Comedy. Die deutsche Presse nannte mich Komödientante. Das ist natürlich sehr betrüblich. Da kann man sehen, wie rau unsere Sprache ist, obwohl es so eine schöne Sprache sein könnte. So, das war wirklich sehr lang und ich dachte immer, mein Gott, was war es denn noch? Worauf beziehen Sie sich denn noch? Nicht sind eins, zwei, nicht mehr. So, also Bendits ist ja ein völlig anderes Thema gewesen, Comedian Harmonists, auch Apothekerin, also so, egal. Wurscht und ich habe dann ja viel Musik gemacht und dann kam eben Margarete von Trotta mit Rosenstraße. Was dann irgendwie ein Zeichen war, dass man sagt, okay, das ist jetzt dann tatsächlich gar keine Komödie oder so. Whatever. Ja, wenn Sie heute so anschauen, was so für Anfragen kommt für Rollen und Drehbücher, was würden Sie sagen, sind da so die interessantesten Frauen, die Sie am meisten ansprechen, wo Sie ad hoc sagen, darauf habe ich eigentlich Lust? Was für Figuren sind das? Ach, so viel kommt da ja jetzt nicht. Ich freue mich ja immer, wenn ich, wenn man, nö, das ist nicht so, ich kriege jetzt nicht so viele Drehbücher angeboten oder sowas. Also. Dann weiß man ja auch nie, ob man das macht. Also nächstes Jahr drehe ich hoffentlich einen Film wieder mit Oskar Röhler, Knock on Wood. Das ist ein so geiles Drehbuch. Das ist so toll. Und wir sind auch nur 4 Leute, was ich sehr angenehm finde. So ein kleiner, aber wir wissen nicht, ob das finanziert wird. Das ist immer so eine Sache. Wird meistens immer noch mal wieder verschoben oder so. Also wollen wir hoffen, dass das was wird. Was ich für Rollen gerne spielen möchte oder wie. Ja, welche Sie besonders ansprechen. Was sind das für Figuren? Sind das Identifikationsfiguren, Vorbilder oder eher Anti-Heldinnen, komplexe Figuren? Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, was Sie besonders herausfordert an Rollen. Wenn wir mal die Rosenstraße nehmen, da spielen Sie ja die Lena Fischer. Das ist ja eine Frau, die quasi einen großen Vorbildcharakter hat, eine Frau, die sich aufgelehnt hat, die es geschafft hat, dass aus einem Internierungslager Männer freigekommen sind. Und wenn man auf der anderen Seite eine Figur nimmt, wenn Sie mir erlauben zu sagen, die ist eine, die ich von Ihnen ganz, ganz besonders toll finde. Also die Lena Fischer ist auch klasse, haben Sie auch den Coppa Volpi für bekommen, zu Recht. Aber die Bäuerin Bösiger im Verdingbub, die finde ich auch ganz Ja, große das freut Klasse, mich, dass Sie das sagen. weil man da auch wirklich erlebt, ich erzähle vielleicht kurz fürs Publikum, die den Film nicht kennen, Jemand den gesehen? Verdingbub. Der Verdingenbub? Ach, wie toll. Ein Das freut mich. Schweizer Film von Markus Imboden. Für alle, die die nicht gesehen haben, will ich nur ganz kurz eine Erläuterung geben. Das ist ein Film, der vor dem Hintergrund spielt, eigentlich das dunkelste Kapitel der Schweizer, eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Geschichte von 1800 bis 1950. Und 1950 spielt dieser Film, haben tatsächlich Behörden in der Schweiz Kinder, Waisenkinder, uneheliche Kinder und Scheidungskinder aus ihrem Umfeld gerissen und als Arbeitskräfte versklavt, kann man sagen. Die kamen dann oftmals in Familien, wo sie wirklich ein sehr qualvolles Leben hatten, auch gezüchtigt wurden, misshandelt wurden. Und in diesem Film Verdingbub, der eben auf diesen wahren Begebenheiten basiert, aber eine fiktive Geschichte erzählt, spielt eben Katja Riemann, eine Bäuerin, die auch zwei solche Verdingkinder, also Kinder, die sich verdingen mussten als Arbeitskräfte, eben unter ihre Fittiche nimmt. Und ich finde, sie spielt sie erstaunlich, mit einer unglaublichen Strenge und Härte. Und trotzdem ist auch ein Mensch dahinter. Also es ist kein Monster, was man da sieht, sondern sie spielt sie auch mit einer Menschlichkeit. Also mein Partner war, den kennen Sie bestimmt auch, der wunderbare Stefan Kurt, der in Deutschland lebt, aber Schweizer ist und der mir auch sehr geholfen hat, weil ich habe das in Berndeutsch gespielt. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung oder so. Das,
Berndeutsch zu erlernen, weil es ist völlig andere Sprache. Ne? Und wir haben natürlich gesagt, man kann ja gar nicht eine Rolle spielen und sagen, dass jetzt, der ist jetzt der Böse und das ist der Gute. Das geht so in Actionfilm oder in Comicfilm. Das ist auch gut und richtig und wichtig. Und die haben dann eine glamouröse Überhöhung oder sowas oder Handgranaten oder so. Und wir haben gesagt, wir müssen natürlich uns immer beziehen auf die Not, die diese Menschen haben. Weil die holen sich deswegen die Verdingkinder, weil sie 20 Franken bekommen haben im Monat vom Kanton pro Kind, damit sie sich um die Kinder kümmern. Das waren quasi Pflegefamilien. Die haben also 40 Franken gekriegt im Monat. Haben dann natürlich den Kindern die Schuhe weggenommen, damit sie keine neuen kaufen müssen. Die haben eine schmale Suppe gekriegt, die haben im Heu geschlafen und haben geholfen am Bauernhof. Warum? Weil diese Menschen selber bitterarm waren. Das heißt, wir haben diese Rollen natürlich gespielt aus der Not, aus der eigenen Not, aus der eigenen Verzweiflung, dass das Leben einfach nicht so gelaufen ist. Und Armut macht natürlich, dass dir irgendwann das Hemd näher ist als der Rock. Und Armut macht, wenn du das dein Lebtag erlebst, immer unterhalb der Armutsgrenze eigentlich lebst, macht dich hart und macht dich eng und macht dich bitter. Das ist doch klar. So, und aus diesem Gedanken heraus haben wir das gespielt und darum ist, glaube ich, das, was Sie sagen, dass der Mensch dabei erkenntlich bleibt oder die Geschichte vielleicht von denen, das so, genau. Ja, das ist ein schöner Film, das finde ich auch. Also, ja. Das Tolle an dem Film ist, das war ein Blockbuster in der Schweiz. Also in der deutschen Schweiz, da leben, glaube ich, 4 Millionen Menschen, kann das sein? 4 Millionen, glaube ich, leben in der deutschen Schweiz und wir hatten 350.000 Zuschauer. Das wäre als Äquivalent für Deutschland, wären das 3 Millionen. Ja? Das ist also richtig viel und es hat gemacht, dass die älteren Damen und Herren, die als Kinder Verdingkinder waren, ihre Scham überwunden haben und sich getraut haben, sich zu outen und diesem Verbund beizutreten der ehemaligen Verdingkinder. Und es hat auch dazu geführt, dass die Schweizer Regierung sich öffentlich bei diesen Menschen entschuldigt hat. Und da sage ich, mehr kann einem nicht Gutes geschehen mit einem Film, oder? Vor allem, wenn man noch UNICEF-Botschafterin ist und sich für Amnesty stark macht. Ja. Liebe Katja Riemann, wir könnten noch lange weitersprechen, aber unsere Zeit läuft ab. Okay. Und das Publikum möchte noch ein paar Fragen stellen. Ach so, ja, natürlich, klar. Ja. Genau, geben Sie mir ein Zeichen, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen, auch wenn das jetzt abschreckt. Ja, nee, sonst hört man es nicht. Keine Scheu, vielleicht hat jemand doch noch eine Frage. Ja. Danke. Hi. Hi. Ich wollte fragen, der deutsche Film hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel geändert, wenn man das sieht. Also es ist irgendwie auch in irgendeiner Form auch eine Verbesserung aufgekommen, finde ich, aus technischen Gründen vielleicht auch irgendwo. Darf ich Sie fragen, also mit wem Sie vielleicht einen Film drehen würden, der auch im momentan auch im deutschen Film vielleicht auch eine vielleicht so erkennbare Rolle spielt. Ein Regisseur, meinen Sie? Richtig. Also ich würde gerne wieder einen Film drehen mit Katja von Garnier. Das finde ich wird jetzt Zeit. Ich finde es sehr schade, dass Rainer Kaufmann so viel Fernsehen macht und nicht mehr im Kino präsent ist. Ich habe, von Oskar Röhler habe ich ja schon erzählt, ich habe die große Freude bis heute nach wie vor Debütspielfilme zu drehen. So wie Abgeschminkt auch ein Debütspielfilm war. Oder Stadtgespräch oder Himmel und Hölle oder Ohne Dich oder Mängelexemplar. Also es gibt wirklich einen großen Range an Debütspielfilmen mit jungen Regisseuren, mit denen ich dann auch immer wiederholt gearbeitet habe. Viele von denen sind berühmt geworden, das wusste man ja vorher nicht. Ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel einen Film gedreht mit einer jungen Filmemacherin, die heißt Laura Lackmann und ich persönlich glaube, sie werden alle von der noch viel hören. Die finde ich so super talentiert und ihr erster Film, wo ich eben auch die Ehre hatte, mitspielen zu dürfen, der läuft jetzt auf der Berlinale. Ne? Das ist eine Adaption von einem Roman und ich glaube, es ist fantastisch geworden. Jetzt ist die Frage, mit wem würde ich gerne noch arbeiten? Also
Ich finde, dass ich mit ganz tollen Leuten arbeite, aber ich müsste jetzt nochmal nachdenken. Ich will niemandem auf die Füße treten, wenn ich jetzt jemanden nicht genannt habe oder so. Im Moment drehe ich mit Caroline Herfurth, die macht gerade ihr auch Debütspielfilm sozusagen. Die macht gerade ihr Regiedebüt. Ach ja. Macht sie ganz toll. Ja. Sie kennt sich auch. Ich spiele eine Schlagersängerin, das wird so geil. Ja, Henriette Booth. Ich habe ja schon die ganze Musik aufgenommen. Ich wusste nicht, dass ich so gut Schlager singen kann. Werdet ihr mir nächstes Jahr. Vielleicht an die Frage anknüpfend. Wir haben hier im Filmmuseum eine Reihe, die nennt sich Was tut sich im deutschen Film? Okay. Und mich würde Ihre Antwort darauf interessieren, auf diesen Namen dieser Reihe. Was tut sich denn aus Ihrer Sicht im deutschen Film? Verfolgen Sie da viel? Sehen Sie viele Filme? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, der lebt jetzt gerade genau deswegen, weil... Ich weiß gar nicht genau, was das heißen soll, ehrlich gesagt. Was tut sich im deutschen Film? Weil das ist so ein bisschen, als würden Sie einen Fußballspieler fragen, ob er Fußball spielen kann. Also verstehen Sie, ich bin ja Teil des deutschen Films und das schon seit vielen Jahren. Also es gibt ja, sagen wir mal, abgesehen von Till Schweiger, sonst niemanden, der das so lange schon macht, dieses Geschäft im Kino, nicht im Fernsehen. Das müssen wir stark auseinanderhalten, ja. Und insofern, that's my daily business. Ja. Naja, Til Schweiger ist bei uns, aber auch alle anderen sind willkommen. Wir zeigen ja auch Filme, eben neue Filme, Erstlingswerke, die etablierten, alle kommen. Margarete von Drotter kommt, alle kommen. Und wir freuen uns natürlich darüber. Natürlich versuchen wir aber auch, ein Stück weit herauszubekommen, was sich da tut, im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal erscheint es mir sehr disparat. Ja, alle sind immer so auf der... Also es gibt eben diese Mainstream-Geschichte, die nach wie vor funktioniert. Und dann die Kinderfilme, die nach irgendwelchen erfolgreichen Büchern, oder was wir so manchmal gucken oder was wir so versuchen herauszubekommen, ist sowas, wie man früher, was man früher Autorenfilm genannt hätte, der dann sein Publikum findet. Und natürlich gibt es dafür kein Rezept, aber natürlich suchen wir immer nach diesen Stoffen, nach den Titeln, auch nach den Regisseuren oder den Schauspielern, von denen wir denken, ja, die bringen so beides mit. Ja. Nicht nur einerseits im Mainstream, der interessiert uns auch, und nicht allein so experimentellere Formen, die interessieren uns auch, sondern wo gibt's diese Publikumserfolge auch noch, also tolle Filme, gute Filme, berauschende Filme, Filme mit Witz, mit Intelligenz, mit Charme, mit Tiefgang, die ihr Publikum finden. Eigentlich sind wir auf der Suche danach. Ja, das Ding ist natürlich, wir können nicht mehr machen, als die Filme zu drehen. Wir können nicht das Publikum zwingen, in unsere Filme zu gehen. Wir können sie nur machen. Und wenn die Leute nicht hineingehen, ist es manchmal sehr betrüblich. Und ich glaube, ich habe in meiner Laufbahn ein paar Filme gedreht, wo ich wirklich die Hand ins Feuer gelegt hatte, dass das ein richtig erfolgreicher Film wird. Und das Problem ist, dass man heutzutage, weil es so viel gibt, sehr laut schreien muss und hochspringen und sagen, wir haben einen Film gemacht. Und ich mir sicher wäre, dass wenn die Menschen erstmal drin sind, den Film mögen würden, vielleicht auch in der Hinsicht, wie Sie den jetzt gerade so beschrieben haben. Aber man hat nicht immer so eine Firma wie Konstantin oder Warner hinter sich, die einfach mal so ein Budget haben, um Werbung zu machen. Damit auch wirklich alle wissen, dass es diesen Film gibt. So, das ist wirklich... das ist einfach sehr, also sagen wir mal, ich kann Ihnen die beiden Titel nennen von zwei Filmen. Der eine Film ist ein politischer Film, der heißt Das Wochenende. Das ist eine Verfilmung von Bernhard Schlinks Roman Das Wochenende. Das geht um die RAF, aber heute. Also nicht so ein historischer Film oder so, mit Menschen mit langen Haaren, sondern was bedeutet das für heute? Ein Film, mit dem wir durch die ganze Welt getourt sind, auf Festivals und so, in Wettbewerben liefen. Irrsinnig interessante Gespräche hatten, in Chicago zum Beispiel auf dem Festival oder in Montreal oder mit Iren, die gesagt haben, den Film, den ihr gemacht habt über die RAF, sowas haben wir über die IRA noch nicht geschafft. Der ist hier komplett untergegangen.
Oder ein anderer Film, der hieß Die Relativitätstheorie der Liebe, da spiele ich 5 Rollen. Und mein Freund Olli Dittrich spielt auch 5 Rollen. Mehr schauspielerisches Handwerk geht nicht. Ein totaler Popcorn-Film. Universal war der Verleiher, hatte irgendwie keinen Bock auf den Film. Ich habe keine Ahnung, wir hatten nicht mehr eine Premiere. Untergegangen. So. Und dann kommen irgendwie ein halbes Jahr später, kommen alle möglichen Kollegen zu mir ganz süß und sagen, ey Katja, ich habe den Film gesehen, voll gut, warum hast du nicht den Filmpreis gekriegt? Und ich sage, weil du mich nicht gewählt hast, du Arschloch, weil du diesen Film nicht gesehen hast. Weißt du, wir haben ja die Akademie, die Filmakademie, da müssen halt die ganzen Schauspieler die Filme gucken und dann müssen sie ihr Kreuz machen. Und da hätten sie halt hinmachen müssen, haben sie aber nicht gesehen, weil es gibt so viele faule Schauspieler, furchtbar. Darf ich in dem Zusammenhang noch fragen, würde mich interessieren, weil das ja auch ein, wie ich finde, ganz toller Autorenfilm ist, Ein fliehendes Pferd nach Martin Walser, toll besetzt. Das ist aber kein Autorenfilm, Entschuldigung, wenn ich das sage, weil das hat, das hat Rainer nicht geschrieben, Rainer schreibt nie seine Sachen. Ja, aber es ist ein Film, den man... Eine Literaturverfilmung, aber ja. Kein Autorenfilm. Autorenfilme sind ja diejenigen wie Margarete, die auch ihre Bücher immer selber entwickeln. Es ist eine Literaturverfilmung, aber es ist... Mhm. Ich finde auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Film. Ein Ensemblefilm, ein Kammerspiel, hochkarätig besetzt mit Ian Nöten, Tukur. Hat der ein großes Publikum gefunden eigentlich? Ich glaube ja, denke ich schon. Ja, oder? Sie wissen das besser als ich. Okay. Ja, Frau Riemann, ich habe noch eine kurze Frage. Sehr gern. Grenzen sind mittlerweile fließend. Werden wir sie in der Zukunft auch irgendwann als Tatort- oder Polizeirufkommissarin mal im Fernsehen sehen? Niemals. Interessiert sie nicht? Okay. Ich hatte die große Ehre, noch in einem echten Tatort mitzuspielen, nämlich mit Schimanski. Mit Götz George durfte ich spielen, da war ich noch auf der Schauspielschule. Mhm. Okay, danke. War toll. Trauen Sie sich. Frühstück. Ja, so weit kommt es noch. Okay, wenn es keine Fragen gibt. Vielen Dank. Dankeschön, Katja Riemann. Wunderbar. Und vielen Dank, Kirsten Liese. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder. Um 20.30 Uhr geht es dann weiter mit Die abhandene Welt. Ja, bis nachher. Viel Vergnügen.